So, hallo und herzlich willkommen hier bei Daniels Tabletop-Welt. Ich bin der Christian und ich mache mir heute was ganz anderes als Star Wars Legion, nämlich ich habe ein Kickstarter-Spiel zugeschickt bekommen, was ich letztes Jahr im Mai mit geplätscht habe, mit ein bisschen viel Geld vielleicht. Ihr kennt das ein oder andere vielleicht aus dieser Reihe. Zombicide Invader in dem Fall. Wer Zombicide halt zum Beispiel gar nicht kennt, kann natürlich auf der offiziellen Seite sich darüber informieren. Sonst Zombicide ist ein Spiel von Simon und Guillotine Games, also einem französischen Spielehersteller. Ist ein kooperatives Spiel, dementsprechend ihr spielt alle zusammen, beziehungsweise ein Spieler kann es auch allein spielen, aber ihr spielt mit 1 bis 6 Spielern zusammen gegen das Spiel selber. Die Zombies in diesem Spiel haben eine ganz eigene Mechanik, denn darum geht es bei Zombicide letzten Endes, als Team irgendwie die Apokalypse eigentlich überleben und die Zombie-Wellen in die Flucht schlagen, dabei Sachen sammeln und so weiter und so fort. Jetzt haben wir aber Invader. Invader, und man sieht es auch schon am Cover, ist ein Sci-Fi-Setting bei Zombicide. Dementsprechend, wir sind jetzt nicht mehr die Gruppe von irgendwelchen Überlebenden, die in einer Stadt danach sucht, sondern wir sind, man könnte schon fast die Analogie zu Warhammer ziehen, wir sind kampfgestellte Space Marines oder sonstige Wissenschaftler, die auf einer Mondbasis letzten Endes nach einem neuen Treibstoff gesucht haben. Und da ging bei den Bohrarbeiten letzten Endes fürchterlich schief und eine Alien-Rasse, die verschiedene Organismen übernehmen kann, ist auf uns aufmerksam geworden und versucht uns von diesem Planeten zu vertreiben. Dementsprechend das Ganze halt als Sci-Fi-Setting. Wer so eine Box noch gar nicht kennt, ich drehe sie mal um. Die Box enthält immer eine verschiedene Anzahl an Survivern, die wir spielen können. In dem Fall sind das 3 gerüstete und 3 ungerüstete. Dementsprechend, da gibt es ab sofort auch einen Unterschied zwischen den sogenannten Wissenschaftlern oder Zivilisten schon fast eher und den Kämpfern. Wir haben eine ganze Anzahl an Miniaturen, nämlich die sogenannte Grundklasse der Zombies immer. Das sind in normalen Spielen so Schlurfer gewesen, also diese Standard Spam-Masse an Miniaturen, die einem dann entgegenkommen. Dann haben wir auch hier wieder die etwas schneller gezeigten Miniaturen. Ich blende euch das gleich groß ein, keine Sorge. Nämlich die Runner, die wirklich auch auf den zugelaufen kommen, mehr Aktivierungen haben und mehr Schaden anrichten können. Wir haben die dicken Miniaturen mit dabei, die sogenannten Tanks oder Fatties in den alten Spielen, die etwas mehr einstecken können. Und wir haben immer eine große Miniatur mit dabei, die sogenannte Abomination, die halt wirklich garstig ist und so in jeder Mission eine Gefahr darstellt, die man nicht einfach ignorieren kann und die halt so mehr oder weniger der Boss schon fast des Ganzen ist. Und die meisten bringen sogar kleine Sonderregeln mit sich. Und dementsprechend, ich mache die jetzt gleich endlich mal auf. Nein, ich habe sie schon halb aufgezogen, gerade sehe ich. Und zeige euch mal, was da so Ganzes drin ist. Und wir gehen mal ganz kurz auf kleine Spielmechaniken vielleicht davon ein, so als Tutorial, how to play the game. Deswegen dranbleiben, viel Spaß dabei. Da ist die Box. Jetzt seht ihr das auch ein bisschen besser. Dementsprechend wunderschönes Design. Halt alles mit so Aliens mit drauf. Hier seht ihr auch die verschiedenen Rassen schon fast, die normalen Arbeiter oder Walker, hier sind ein paar Runner, die Abomination im Hintergrund und ein Tank oder ein Fatty, wie sie jetzt heißen, auf der Seite. Und hier 3 gerüstete Miniaturen, eine ungerüstete. Und ich drehe es mal um, damit ihr auch die Rückseite vernünftig seht. Was enthält denn das Ding überhaupt? Wir haben 72 Miniaturen, davon sind 6 Survivor. Wir haben 35 Worker, die sogenannten Walker aus dem letzten Teil, wir haben 14 Tanks, die Fatties, 14 Hunter, die Runner, eine Abomination und wir haben Hilfsmittel, sozusagen einen Peacekeeper-Bot haben wir hier auf der Seite und die Falchion Sentry Gun. Wir haben wieder 9 doppelseitige Game-Teile, wir haben 6 Survivor-Dashboards, wie man es jetzt auch schon aus Green Horde und Black Plague kennt. Wir haben 6 verschiedene Basen in der Farbe, wir haben 6 Würfel, wir haben 38 Tracker für diese Dashboards. Wir haben 125 Minikarten, davon 71 Equipments, 54 Xeno-Spawn-Karten und 65 Tokens insgesamt. Sonst noch dazu, das Spiel ist für 1 bis 6 Spieler, wie ich eben gesagt habe, ab 14 Jahren empfohlen und
Eine Spielrunde dauert eigentlich immer mindestens eine Stunde. Und ja, hier nochmal zur Story. In Englisch heißt es, steht es hier leider mit drauf, auf Deutsch ist das Spiel noch nicht entschieden. Ich versuche es mal jetzt grob sinngemäß zu übersetzen, denn ja, Wortwörter sind ein bisschen schwierig. Wir sind am Beginn eines neuen Zeitalters der Raumfahrt. Xenium, ein sogenannter Treibstoff mit noch nie dagewesenen Qualitäten, ist entdeckt worden auf einem entfernten Planeten namens PKL7. Als unsere Basis dort immer größer wurde und die Minen immer tiefer geschürft haben, passierte etwas. Die Xenos, eine Alienrasse, wo wir von ausgingen, dass sie friedvoll ist, wurde plötzlich böse und wandte sich gegen uns. Sie wurden infiziert wie Zombies. Ein paar von uns überlebten den ersten Angriff und wir erwarten leider keine Hilfe von außen. Wir sind die Überlebenden, wir werden Rache nehmen und we will prevail. Keine Ahnung leider, da weiß ich nicht, was damit gemeint ist. Denn jetzt ist die Zeit für Zombicide und dementsprechend Invader. Gut, wir machen das Ganze mal auf. Vorsichtig. Ich will die Box jetzt nicht beschädigen. Weil ihr seht es vielleicht nicht hier, aber die fühlt sich schon schwerer und dicker an als bei meinen letzten Zombicide-Boxen. Die wölbt sich auch so ein bisschen aus und ich bin gespannt. So, Skalpell wieder weg. Wunderschön. Ah, jetzt weiß ich auch, warum sich nach außen wölbt. Denn hier haben wir die Xenomold-Teile. Was genau das ist, kann ich euch später sagen, weil die gibt es einmal in der normalen Form und in der verbrannten. Wir haben hier wieder ein Regelbuch. Da werden wir gleich einmal durchgucken. Auf der Rückseite des Regelbuchs immer jetzt ist der Spielzug einmal komplett erklärt, was man so alles machen kann, wie das Ganze funktioniert und was man unten so an Schaden anrichten muss für bestimmte Zombie-Typen. Legen wir auch erstmal beiseite. Denn das Interessante kommt ja eigentlich, die Miniaturen. Damit fangen wir jetzt auch einfach an. Ich räume alles erstmal beiseite und öffne mal den Karton. Mittlerweile sehr geil, im Gegensatz zu denen, die noch Season 1 kennen. Da gab es diesen Pizza-Tray, oder wie sie sich umgangssprachlich nennt, nämlich nicht. Mittlerweile hat man jetzt so eine Art Karton immer, in die man das Ganze auch zurücktun kann, was ziemlich cool ist. Hier mit einem Nummernfeld sogar und dem Artwork einer geöffneten Tür. Finde ich sehr geil gemacht. Sogar noch ein Tacken besser als bei Green Horde und Black Plague halt. Hat man sich wirklich Mühe gegeben. Sieht auch sehr hübsch aus. So, wir öffnen das Ganze mal. Ah, einiges durcheinander gefallen. Das ist natürlich etwas schlechter vielleicht als bei den Vorgängern. Weil da hat das besser gepasst. Ah, die sind wirklich viel durcheinander gefallen. Das gefällt mir jetzt als allererstes noch nicht so gut. Aber ich glaube, das lässt sich bestimmt mit ein bisschen Arbeit korrigieren, wo welcher Xenos hingehörte. Weil das ist immer so die Herausforderung bei Zombicide, das Spiel nachher wieder aufzuräumen. Da man so dann die perfekte Sortierung natürlich hat. Wir haben natürlich hier wieder an der Seite diese Colored Bases in verschiedensten Farben. Blau, Gelb, Pink, Grün, Orange und Rot. Das sind Standardfarben. Wir haben hier wieder die ganzen Pinökel, die man dann in diese Bases hier stecken muss, um Sachen anzuzeigen. Und wir haben 6 Würfel in Rot, wie man es einfach kennt. Wenn man sich nicht die extra Würfel bestellt hat, gibt es nur diese hässlichen normalen. Dann, haben dagegen gestoßen. Wir haben hier massig Karten, die Xenospawn-Karten und alles andere, was dazugehört. Und hier natürlich die Charakterkarten zu den Miniaturen. Da fangen wir jetzt auch mit an. Die öffnen wir jetzt und dann halte ich euch immer die Miniatur dazu nach und nach in die Kamera. Jetzt versuche ich hier mal eine Ecke zu finden, um das Ganze zu beschädigen. So. Ich
Schön über den Schutz vom Skalpell wieder drauf tun. Ich will mich ja schließlich nicht verletzen. Wir haben unsere 6 Survivor, 3 Zivilisten, 3 Soldaten. Die werden hier oben, Soldaten werden gekennzeichnet mit diesem Helmsymbol, während die Zivilisten dieses normale Symbol dann da haben. Wir fangen einfach mal an. Baraka ist die Dame des Trupps. Ich suche sie gerade mal. Das müsste sie hier sein. Sehr geiles Modell an sich. Ja, sehr schön ausgearbeitet worden von Seaman. Muss man den lassen. Baraka hat den Lucky Skill, also den, dass man Glück hat. Da darf man einen Würfelwurf immer mit wiederholen. Wir haben eine Aktion mehr. Man hat einen Würfel im Kampf dann mehr, wenn man in den orangen Bereich kommt. Remote Control Sentry Gun, das heißt, man kann sogar dieses Geschütz bedienen. Man hat einen Würfel im Kampf mehr im roten Bereich, man kann den Bot kontrollieren oder man ist ein Sniper, dementsprechend darf man sich die Ziele aussuchen, auf die man schießt und diese Zielprioritätsliste, die es gibt, ignorieren. Ich glaube, ich lese das jetzt nur einfach vor, wer Interesse hat, wie das Spiel funktioniert. Wir machen dann ein How-to-Play, denke ich mal, das ist einfacher. Hier auf der rechten Seite gibt es jetzt eine neue Anzeige, nämlich die Anzahl an Leben, die ein Survivor hat. Der jetzt hier hat 3 und dann wird er angezeigt, wenn er tot ist. Dinge kommen hier mit dich reingelegt, dementsprechend ganz einfach zu tracken, wie es aussieht. Man hat auch das Layout ein bisschen verändert vom Tray. Hier oben kann man die Sachen für den Körper oder die Rüstung ablegen. Hier hat man die zwei Hände angezeigt und hier oben ist alles, was im Rucksack gehört. Wer sich daran erinnert, wie das alte Board ausgearbeitet war, man hat zwar auch hier unten einen Schieber, aber das war dann doch ein bisschen anders angeordnet. Das finde ich sehr viel freundlicher für den Spieler selber und auch gar nicht mal verkehrt. Die Anzahl an Erfahrungen, die man immer braucht, um das Level aufzusteigen, ist gleich geblieben. So, ja, Baraka lasse ich jetzt da drin direkt liegen. Dann sortiere ich mir die raus und packe die mir nach und nach da auch direkt rein. Ja, gefühlt ist der Karton zwar hübscher, aber auch wesentlich enger geworden, was das angeht. Man kriegt die Sachen wesentlich schwerer raus. So, dann haben wir Jared. Der sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Tank, der da mit dieser Miniatur dargestellt wird. Auch sehr geil. Der hat die Schubsenaktion, man als blaue Fähigkeit dementsprechend von Start an. Der ist also wirklich derjenige, der ein bisschen was die Gruppe zusammenhält, beziehungsweise den Gegner von der Gruppe fernhält. Der kann plus eine Aktion im gelben Bereich haben, hat einen Würfel im Kampf oder den Sturmangriff im orangen Meer. Für den roten Bereich einen Würfel in der Reichweite mehr, eine freie Kampfaktion oder einen Würfel mehr im Kampf selber. Hat auch 3 Leben. Ich finde nicht verkehrt. Sind hübsch ausgearbeitet. Was die dann so wirklich auf die Kette kriegen, bin ich gespannt. Hier kommt Magnus, der wirklich den Schaden dann aufhält. Ist dann dieser Kerl hier mit dem dicken Gewehr. Der startet mit 6 Lebenspunkten, was schon ziemlich, ziemlich krass ist dann. Dementsprechend die 3 hier sind bei ihm extra. Hat eine Aktion auch im gelben Bereich mehr, kann eine freie Reichweitenaktion im orangen oder einen Würfel mehr auf Reichweite würfeln. Das skaliert halt immer mit der Waffe, das ist ziemlich, ziemlich stark. Man kann entweder einen Würfel im Kampf mehr werfen, man kann entweder mit der Remote Control, also mit der Fernbedienung, alle verschiedenen kontrollieren und man ist unter Umständen unstoppable. Was die Regel kann, müsste ich genau nachlesen. Da gucken wir dann drauf, wenn wir dann den spielen werden morgen oder halt die Tage generell. Man mit den 6 Lebenspunkten hatte ich gerade schon gezeigt und hinten drauf ist eigentlich halt immer nur ein Charakterbild. Jetzt kommen wir zu den ungepanzerten Miniaturen. Wir fangen an mit Mitsuki. Hier auch zu sehen. Ist ziemlich filigran. 2 Waffen in der Hand. Sieht ganz cool aus. Ist so die Technikerin anscheinend. Man hat als Remote Control von Anfang an den Bot und dementsprechend den kann man dann immer bewegen. Man hat eine Aktion mehr, man kann eine freie Maschinenaktion ausführen, eine freie Move-Aktion oder eine freie Move-Aktion im orangen Bereich. Man kann im roten Bereich eine freie Reichweitenaktion ausführen, einen Würfel auf Fernkampf mehr würfeln oder man kann sprinten. Wie gesagt, ob die Regeln geändert worden sind oder nicht, kann ich euch jetzt gerade nicht sagen, weil ich das Buch noch nicht gelesen habe dazu. Da können wir dann drüber sprechen, wenn ich das How-to-Play mache. Hier sind 2 Lebenspunkte dann und dementsprechend reiht sie sich jetzt auch mit ein.
Dann haben wir Vivian. Vivian ist diese Dame hier. Auch ziemlich, ziemlich hübsches Modell an sich. Ich bin mal gespannt, wie gut ich die bemalt kriege wirklich. Hat als Fähigkeit Taunt, dementsprechend ist so der Spotter der Gruppe. Verstehe ich auf ihr vielleicht nicht ganz mit den zwei Lebenspunkten, aber wir werden es mal sehen, wie das funktioniert. Auf Gelb freie Aktion, auf Orange freie Nahkampfaktion oder halt die Fernbedienung für den Bot. Auf Rot ein Würfel auf der Reichweite mehr oder eine freie Reichweitenaktion oder Schubsen. Und der letzte aus der Gruppe, der so ein bisschen wie ein Schmuggler aussieht. Und zwar der Cole. Auch wieder zwei Pistolen in der Hand. Kann von Anfang an als Schmuggler eine freie Suchaktion ausführen. Hat eine Aktion im gelben Bereich wie alle anderen mehr. Hat einen Würfel im Fernkampf mehr oder eine Fernbedienung für alle verschiedenen Bots auf Orange mehr. Ein Würfel im Nahkampf, entweder mehr eine freie Kampfaktion oder plus ein Würfel für Reichweitenaktionen. Plus eins zum Dice Roll. Dementsprechend, man trifft um eins besser. Mit zwei Leben, an sich ein guter Damage-Dealer wahrscheinlich. Ich werde mir die Waffen gleich mal mit euch angucken und dann werden wir es sehen. Hier die Miniaturen der Zombies dann auch direkt. Wir haben hier einen Tank. Dementsprechend so ein fieses, fettes Tentakelmonster. Davon gibt es ja insgesamt 14 Stück. Dementsprechend hier ist die andere Version des Tanks. Und wenn ich dann auch mal die Zusatzbox dazu öffne, die es für den Kickstarter gab, da sind sogar noch Alternativminiaturen für da. Dann haben wir hier die Runner oder jetzt weiß ich gar nicht, Hunter, glaube ich, heißen sie hier. Diese laufende Pose mit dem Zeug aus dem Gesicht. Und hier die andere Pose. Die unterscheiden sich jetzt nicht wirklich viel, bis auf also ein bisschen die Körperhaltung nur. Finde ich ein bisschen schade, aber was soll's, ne? Also es ist immer noch, man sieht, dass es eine andere Miniatur ist. Und dann haben wir hier die 5 Worker. Ich stelle sie mir jetzt mal so raus, damit ich sie gleich nicht verwechsel, wie ich sie wieder zurück tun muss. Dementsprechend ein normales Tentakelgesicht. Hier ein bisschen aggressiver in der Pose, nach vorne gebeugt. Hier so noch zusammengekauerter, fast schon zum Sprung bereit. So eine halb bewegende Pose, ich weiß es nicht. Sieht ganz nett aus, aber eher entspannt. Und ganz hier unten nochmal so eine nach unten zeigende, geschlagene Pose. Ja. Hier drunter erwarte ich jetzt keine Überraschung, weil das sollten eigentlich nur die ganzen Zombies sein, die man fürs Spiel braucht. Also, Hörmele viele. Wie auch oben in derselben Reihenfolge angeordnet, Tank und Runner immer außen, in der Mitte halt die normalen Zombies. Das machen wir zu. Das legen wir oben drauf. Würfel kommen wieder schön weg. Will ich schon Farben vergeben? Ich weiß es doch, ich vergebe schon mal die Farben. So. Der scheint mir derjenige zu sein, mit dem ich wahrscheinlich spielen möchte. Dementsprechend kriegt der blau. Bei mir haben alle Charaktere, die ich spielen möchte, immer blau. Dann geben wir dem mal, um sie zu unterscheiden, den roten. Die Dame bekommt dann pink. Na, hier will er nicht ganz klicken. Warum willst du denn nicht? Aha. Der Kerl hier nimmt dann den grünen. Zivilistin 1 orange. Zivilistin 2 orange. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass sobald man diese Dinger darunter hat, auch dann wieder
die Sache Leute reinsehen kann. Und im Gegensatz zum alten Zombies halt kann man hier leichter drauf drücken, weil man da unten so eine Aussparung gelassen hat, wo man das reinklicken kann. Beim anderen muss man das immer so ein bisschen abziehen und abfremdeln, diese Bases, weil man hat ja leider nur die 6 Farben. Mit der Erweiterung kommen zum Glück ein paar andere. Welche ich von mir noch nicht gezeigt habe, ist natürlich die Sentry Gun. Mega geiles Teil. Und den Peacekeeper Bot. Auch ultra. Gut, die haben wir schon beiseite gelegt. Dann können wir das Tütchen wieder wegpacken. Und wir kommen mal zu den Karten. Wir gucken da einmal ganz kurz durch. So was an Ausrüstung interessant ist, machen wir auch mal. Weil aus den alten Spielen gab es ja immer so Ultrarotwaffen oder magische Artefakte oder so. Das wird natürlich jetzt hier etwas schwieriger werden. Ich denke aber mal, man hat trotzdem so eine Mechanik mit eingeführt, dass man diese Special-Waffen irgendwo herkriegen könnte. Das hier mit der Rückseite sieht ein bisschen nach den Spawn-Karten aus. Wow. Die sind noch sehr rutschig, fahren sie über den ganzen Tisch. Schauen wir mal. Genau. Hier haben wir das Artwork für die Worker-Karten. Von wenig bis viel wirklich. Die sehen auch alle gleich aus. Dementsprechend ganz viele Worker-Karten. Dann haben wir das Tank-Spawn-Karten. Mit dem Artwork vom Tank. Auch einige. Dann haben wir die Hunter-Spawn-Karten. Auch nichts Besonderes an sich. Nur mit dem Artwork. Aber geiles Artwork, muss man sagen. Dann die Spoiler Abomination heißt sie. Und wichtig dazu zu wissen ist, zuerst kriegen alle Abominations, die auf dem Board sind, eine Exaktivierung. Und wenn wir eine... Ich will have a Spoiler... Ah, okay. Und dann würden wir eine Spoiler Abomination spawnen. Wenn wir das nicht haben, würde nichts passieren. Dementsprechend haben wir mehrere davon, gerade durch die, durch das Grundset, durch die Kickstarter-Version, haben wir natürlich eine zweite davon in unserer Civilian Pledge, glaube ich, hieß das, in der großen Box. Damit kann man natürlich das Spiel sehr, sehr garstig und sehr, sehr stark machen. So, und dann kommt hier etwas Besonderes, nämlich die Mold Spawns, nennen die sich. Ja, man dieser Dreck, der hinterlassen wird, der kann Zombies spawnen, beziehungsweise hier in dem Fall Worker. Und zwar hier in dem Fall ein Worker pro Moldzone. Dann haben wir das mit 2 Workern, ein Tank pro Moldzone, ein Hunter pro Moldzone. Das sind so 4 Karten, die hier drin sind, die einem das Spiel echt schwer machen können. Das sind wahrscheinlich so die Special-Sachen wie damals die Double Activation in Green Horde oder sonstiges. Oder halt in Black Plague oder in Green Horde halt der Horde-Spawn. Dann haben wir hier noch den Worker-Spawn wieder. Ein paar Tank-Spawn-Karten, ein paar Hunter-Spawn-Karten. Wieder Spoiler-Abomination-Karten, die spawnen. Und wieder Mold-Spawns. Und hier ganz hinten sogar noch, das was man sonst so kennt, ab dem gelben Bereich, die Extra-Aktivierungen für Worker. Für Worker. Für Tanks. Und für Hunter. Packen wir die Karten mal direkt beiseite, weil die sind ja schon fast uninteressant, weil es ist ja nur der Zombie-Spawn. Aber trotzdem, das Artwork zu verändern war geil, weil man so direkt sieht, wen man da spawnt und nicht wie vorher immer lesen muss, was dann da drauf steht. Und man hat gleichzeitig immer nur, wenn man die Karte zieht, spawnt man immer einen Tank. Das war ja im ersten Zombie-Set anders, dass wenn du blau warst, zum Beispiel 2 Walker gespawnt, Walker gespawnt hast, im gelben Bereich ein Runner, im roten Bereich 8 Walker, aber im orangen Bereich hast du 2 Tanks gespawnt oder die Abomination. Dementsprechend ist es sofort leichter für den Spieler zu erkennen, was nehme ich und wie viele davon. Jetzt haben wir hier wieder Karten. Mal mit blauem Rücken. Relativ viele. Dann haben wir hier Regelkarten. Dann haben wir hier nochmal O2 Karten. Okay, brauchen wir auch noch. Dann haben wir hier mit einem grauen Rücken 6 Stück, das denke ich mal sind die Startkarten, und mit einem roten Rücken. Fangen wir mal bei dem uninteressantesten an, nämlich den Regelkarten für die Sentry Gun. Die werden wir dann morgen, wenn wir sie brauchen, benutzen. Die kann nämlich schießen und auf der Rückseite steht, wie die schießen kann. 1 bis 3, 4 Würfel, 4 plus, 1 Schaden. Sentry Gun, Prototype, Low Profile.
was genau Prototype ist, muss ich mir angucken. Macht kein Geräusch in dem Fall, sogar sehr cool. Der Peacekeeper-Bot kann sich bewegen, im Nahkampf angreifen, in Reichweite, also schießen. Und, Und der Peacekeeper-Bot darf sogar sich frei neben seinem Besitzer entlang bewegen. Der Peacekeeper-Bot hat auch, ist ein Bot, Prototype, Low Profile, muss ich alles nachlesen, bis auf Low Profile. Das heißt, der wird immer zuletzt getroffen oder auch getargetet. Ist auch lautlos erstmal. Reichweite 0, 3 Würfel, 4 plus 2 Schaden. Der kann schön zersäbeln, der hilft ein bisschen gegen die Tanks. 1 bis 3, 5 Würfel, 5 plus 1 Schaden. Also Gatling-mäßig mega cool. Eine Hilfe für manche Missionen wahrscheinlich. Die O2-Karten werden auf der anderen Seite erklärt. Equip in a body slot, your survivor may go in exterior zones. Dementsprechend, wir spielen nicht nur innerhalb unserer Basis, sondern auch außerhalb dieser Basis. Das heißt, wir brauchen sogar Luft, um überhaupt rausgehen zu dürfen. Das könnte es etwas schwieriger machen. Wie man daran kommt, werden wir dann morgen erfahren oder, wenn wir gleich das Regelbuch bessern, noch da. Grau, weil es nur 6 Stück sind, schätze ich mal, sind die Startwaffen. Das sieht auch danach aus. Eine SMG. Zweimal SMG und viermal den Kettle Prot. Das, was vorher die Bratpfanne war, ist jetzt der Schockstab wahrscheinlich. Nahkampfwaffe. Man kann, wenn man in beiden Händen diese Hand, das Ding hat, wahrscheinlich dann gleichzeitig benutzen. Ich denke mal, das ist das Symbol dazu. Dann gab es immer dieses Dual-Wheel-Symbol extra drauf. Lautlos, nur im Nahkampf, Reichweite 0, 2 Würfel, 5 plus 1 Schaden jeweils. Warum denn nicht? Die SMG, das muss auch in der Hand gehalten werden, macht aber Lärm, deswegen hier das gelbe Zeichen. Kann auch wahrscheinlich auch wieder Dual-Wield getragen werden. Reichweite 1 bis 1, dementsprechend im Nahkampf können wir damit nicht schießen. 2 Würfel, 5 plus 1 Schaden. Warum denn auch nicht? Startwaffen, wie man sie kennt. Aber was mich jetzt wundert, da man den Peacekeeper-Bot hat, ist ja keine Waffe mit Stärke 2 dabei wahrscheinlich. Das könnte natürlich schwierig werden oder halt zwingen, diesen Survivor, der den Bot kontrollieren kann, mitzunehmen. Schade, vielleicht. Wir werden sehen. Die normalen Equipment-Karten. Was haben wir denn hier? Seitlich sogar geschrieben. Die, was ist das? Appletive Armor. Das wäre Schutzweste, wir kennen. Abwerfen, um Schaden zu ignorieren. Die haben wir 2, 3, 4 Mal im Deck. Dann haben wir eine Assault Shotgun hier mit dabei. Auch Reichweite 1 bis 1, 3 Würfel, 3 plus 1 Schaden, macht Lärm, warum denn nicht? Die kann man nicht Dual-Wheel tragen, wie man sieht. Und die baut trotzdem eine Hand. Haben wir auch 1, 2, 3 Mal. Dann haben wir hier einen Kanister, so wie wir es früher kannten, für den Flammenwerfer. Müssen wir einen Flammenwerfer anlegen, wahrscheinlich um damit schießen zu können. Das ist so das Ding, was alles vernichten kann immer. Der Flammenwerfer, der die Drachengalle mit dem Feuer anzünden, mit der Fackel anzünden und. Wir haben die Kettensäge mit dabei, die irgendwie in jedem Spiel schon fast implementiert ist, außer im Mittelalter. 5 Würfel, 5 plus 2 Schaden. Klasse Teil. Aber lautlos? Interessant. Naja, wir haben eine Energiezelle. Die kann man an eine Waffe, die dieses Blitzsymbol verwendet. Muss ich mal gerade gucken, ob wir sowas schon mal gesehen haben. Ne, wir haben ja keine Energiewaffe wahrscheinlich gehabt. Wir dürfen mit alle Würfel beim Angriff mit dieser Waffe wiederholen. Das neue Resultat nimmt dann den Platz des alten ein. Dementsprechend, wir müssen einmal alle dann wiederholen. Dementsprechend, wenn wir nicht treffen, das ist unser Reroll. Aber wir dürfen nicht entscheiden, ob wir alle wieder, also nur einige wiederholen, mit der wir vergeigt haben, sondern wir müssen immer alle wiederholen. 3, 4, 5, 6 Energiezellen. Ja, warum nicht schlecht? Nicht schlecht. Der Flammenwerfer, discard any attached, an attached canister card to create a hellfire in the targeted zone. Wir dürfen nur innerhalb eines Gebäudes dann, weil hier steht not exterior, nur innerhalb von Gebäuden können wir damit mit dem Flammenwerfer, weil er halt Sauerstoff braucht, draußen auf dem Planeten gibt es keinen, in Reichweite 1 bis 2, dann mal eben alles niederfackeln, was denn so geht. Den Heavy Cutter, den man auch wieder dual-wielden kann. Reichweite 0, 2 Würfel, 3 plus 2 Schaden. Das Ding ist schon krass. 2 Stück davon. Na. Die Karten sind noch so neu, die gleiten mir wirklich durch die Finger. Die Heavy Shotgun, Reichweite 1 bis 2, 2 Würfel, 4 plus 2 Schaden. Nicht dual-wielden, aber ziemlich gut. Ach,
Da unten muss das Symbol stehen mit dem Elektrizität. Habe ich jetzt gerade wieder nicht drauf geachtet. Aber haben wir denn überhaupt welche, die darauf abzielen? Nee, hier sind alles nur Waffen, die irgendwie betrieben werden mit Bullets. Reichweite 1 bis 3. 5 Würfel, 5 plus 1 Schaden. Auch klasse. Ist unsere bis dato weiteste Waffe. Hier kommt das provisorische Wasser oder Konserven. Aber man hat sich mal Gedanken gemacht. Man kriegt jetzt nicht 1 EP, sondern sogar 3 EP, wenn man sowas abwirft. 3 Stück gibt es davon. Hier auch unseres für die das Plenty of Arrows, Plenty of Bolts, massenhaft Muni halt einfach. Plenty of Bolts, also viele, viele. Viele, viele Kugeln, dementsprechend der Reroll für alle Waffen, die Kugeln verwenden. Auch nicht verkehrt. Dreimal haben wir es mit dabei. Die Suchdrohne, wie die Fackel damals wahrscheinlich, oder ähnlich wie die Fackel, aber jetzt dürfen wir in jeder Gebäudezone suchen. Das heißt, es ist interessant, wann und wo wir suchen dürfen, anscheinend in diesem Spiel. Nicht nur in jedem Gebäude drin, weil wir befinden uns ja meist Zeit im Gebäude, aber mal sehen. Nee, sucht uns mal was anderes. Und hier ist unsere Fackel, nämlich das Searchlight. Wenn wir suchen, dürfen wir 2 Karten ziehen und wir können Sichtlinie durch dunkle Zonen nehmen. Was das bedeutet, frage ich mich bis dato, weil haben wir noch nicht gesehen. Kann aber sein, dass es erst mit der Darkside-Erweiterung interessant wird. Aber man hat es wahrscheinlich drauf gedruckt, damit man auch direkt die Karte überall verwenden kann. Ja. Der Hammer Sledge Gedöns. Oder Hammer, Sledge als Hammer übersetzt? Ich denke mal. 3 Würfel, 3 plus 1 Schaden, warum auch nicht? Dreimal mit dabei. Und noch eine SMG, die wir schon aus dem Stach den kennen. 1, 2 mal mit dabei. Oh! Ein Snipergewehr ist doch mit dabei. Ein einziges. Reichweite 1 bis 3, 1 Schaden. Auf die 3 plus. 2. Ein Würfel, 2 Schaden. Nicht schlecht. Und dann hier wieder das Blöde. Ah, das ist ein zweites Sniper-Rifle auch noch. Das gehen wir direkt mal mit dazu. Haben wir hier auch noch unter den Equipment-Karten Mold Spawns für Tanks, für Hunter, für Worker. Dementsprechend das, was Schlimmes passieren kann, was wir eigentlich nicht haben wollen. Denn wenn wir etwas durchsuchen, spawnen irgendwo in der Basis dann doch Zombies. Jetzt kommt das ganz Interessante. Die roten Karten, das sind Prototyp-Waffen, so wie es hier steht. Und zwar einmal eine Assault Shotgun. Um diese Waffe benutzen zu können, müssen wir eine Energiezelle haben. Reichweite 1 bis 2, 3 Würfel, 3 plus 1 Schaden. Mega, aber wir kriegen ja den Rerush, diese Energiezelle. Dann die Heavy Shotgun. 1 bis 3, 2 Würfel, 4 plus 2 Schaden. Warum auch nicht? Eine leichte Machine Gun. Reichweite 1 bis 4. Das ist schon ordentlich. 5 Würfel, 5 plus auch ein Schaden. Warum nicht? Und die Prototype Sniper Rifle. Klar, wir sind wieder Sniper, dementsprechend dürfen wir uns das Ziel aussuchen. 1 bis 4, 1, 3, 3 plus 2 Schaden. Sind jetzt nicht überragend gut, aber nicht schlecht. Also eigentlich zufrieden mit, ne? Was will man erstmal mehr als Survivor? Machen wir das Ding mal zu. Weil davon haben wir uns jetzt schon alles angeguckt. Etwas schwergängig dieses Mal. Da ist der Karton an der Seite ein bisschen eingedrückt von der Reise her. Dementsprechend geht der jetzt etwas schlecht dahin. Aha. Aber wir haben es geschafft. Und dürfen den Kram beiseite legen. Wir machen mal diese Mode-Tokens auf. Das, was wahrscheinlich als Drachengarde-Tokens und sonst bekannt war mit der aktiven Seite und der verbrannten Seite. Die sind wesentlich dünner, aber wir haben auch Hörmele viele davon. Dementsprechend irgendwas Schlimmes wird damit immer passieren. Dann, um nicht bei den Tokens aufzuhören, haben wir natürlich hier wieder die Tokens, die wir brauchen. Und auf der anderen Seite, beziehungsweise hier in den restlichen Teilen, die Spielbarteile dementsprechend. Öffnen wir das Ganze mal.
Zap, zap. Hier sind ein paar Tokens einfach nur. Hier oben haben wir, was ist dort? Das sind Türen, Lärmmarker, Zombie-Spawn-Felder, hier ein paar besondere, ein Exit-Point, was auch immer das ist. Das werden wir dann rausfinden. Wahrscheinlich Fernbedienungen, Ziele, hier in der Form mit den besonderen Zielen. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Werden wir alles herausfinden. Interessant, hier oben sind sie wahrscheinlich als zerstörte oder geöffnete Türen. Das müssen wir mal angucken, wie das dann nachher funktioniert, wenn wir das Regelbuch sehen. Hier haben wir das erste Teil, 01 auf der Seite, 01R, mit einem Airlock sogar, dementsprechend einer Schleuse nach draußen. Und hier einfach nur die Station an sich. 01V. Warum haben wir V und R? Vorder- und Rückseite vielleicht. Aber es ist eigentlich Englisch, dementsprechend dürfte das nicht funktionieren. Hier ebenfalls eine Außenseite mit Airlock. Moment, ich muss gerade mal finden, wo ich es hinhalte. Ein bisschen weiter weg, ein bisschen tiefer, ein bisschen weiter nach da. So. Und wieder die Kuppelstation von innen. Da sieht man so ein paar Blutspuren auch drauf schon. Aber jetzt war halt nicht so versaut, wie die anderen Zombies halt Teil das sind. Aber draußen ist halt wirklich, wenn ich mal gucke, diese Außenseite, da ist richtig viel Müll. Wieder Station. Oh, hier haben wir sogar ein Gewächshaus mit dabei. Schick, schick. Ebenfalls hier, sogar mit einer Doppel-Airlock in beide Richtungen. Station ist cool gemacht. Also sieht auch hübsch aus. Jetzt hier mal mit einem Airlock, aber so einem Eckteil. Ganz viele Räume. Hier ebenfalls. Und die Rückseite. Teil Nummer 7 von 9. Die L-Form. Die Rückseite dazu. Teil Nummer 8. Rückseite. Wobei ich jetzt gerade hier schon was entdeckt habe. Da ist so ein U2. Das wird wahrscheinlich, da kann man das Oxygen, also das ist ein Sauerstoff, sich holen, um rauszugehen. Habe ich jetzt auf den anderen Teil nicht drauf geachtet, ob das immer neben so einer Schleuse ist. Springen wir mal zurück. Wo waren sie denn? Da, da ist wieder, doch direkt daneben ist einer. Also man kann irgendwo Sauerstoff immer tanken. Das klingt ganz gut. Wenn man hier drauf achtet, da ist es nämlich auch. Und die Rückseite. Sehr cool gemacht. Mal was ganz optisch, mal was ganz anderes. Packen wir es wieder von da rein. Da, wo es nämlich hingehört, damit es nicht wegkommt. So, das legen wir nämlich auch direkt da drauf. Wir legen mal die ganzen Miniaturen da drauf. Mode Tokens. Und wir beschäftigen uns mal ganz kurz mit dem Regelbuch. Das Regelbuch an sich ist wieder mal komplett auf Englisch. Rules and Missions. Dementsprechend zeigt man hier nochmal alles, was da drin ist. Ein bisschen was Hintergrundstory. Wer Bock hat, das lesen wir morgen nämlich dann auch vor, wenn es dann soweit ist. Oder zeigen wir es auch hier. Zeigen wir es, ich sag mal, verschiedene Versionen von Zombieside, die es früher gab. Das postapokalyptische Zombieside mit den Erweiterungen Prison Outbreak und Room Walk gab es damals. Dann hier unten das Fantasy Zombieside mit Green Horde als große Erweiterung und einem normalen Black Plague, wie es sich nannte. Hier wird dann erklärt, wie man das Ganze macht und wie man das Ganze aufbaut. Man nimmt eine Mission, man setzt die Teile hin, man nimmt die Objectives und so weiter und so fort. Man nimmt diese 6 Survivor. Dementsprechend, das ist keine Mission, wie man es aus dem Klassischen kannte, wo vielleicht 2 Survivor oder so gespielt haben. Hier werden wieder alle 6 gespielt. Die Dashboards werden verteilt, die Equipments werden verteilt. Die Oxygen-Tanks werden sogar in die Räume direkt verteilt. Dementsprechend brauchen wir wirklich den Sauerstoff, um rauszugehen, beziehungsweise diese Räume zu betreten. Die Prototype-Weapons, die werden als Missionsobjectives je nachdem mal gefunden. Der Peacekeeper-Bot und die Sentry-Gun werden irgendwo hingesetzt und die Equipment-Karten werden verteilt. Das Zombie-Deck wird gemischt, also alles wird aufgebaut, so wie man es von Zombieside kennt. Man nimmt mal einen Überblick über das Spiel. Es gibt die Spieler- und die Zombie-Phase und die Endphase immer. In der Spielerphase, der mit dem Startspieler-Token, hat immer den ersten Zug, der aktiviert seinen Survivor immer einmal.
seine Survivor in der Reihenfolge, wie er möchte. Ein Survivor kann hier drei Aktionen pro Zug machen, ohne diese Extraaktivierung, die man hat. Dementsprechend, man kann sich bewegen, man kann schießen, man kann suchen und. In der Xenos-Phase aktiviert jeder Xenos mindestens einmal. Die, die zwei Aktionen haben, die Hunter, dürfen sogar dann zweimal aktivieren. Und die aktivieren, indem sie sich bewegen. Und hier kommt der Clou in diesem Spiel, wer es nicht kennt. Das Spiel, man spielt ja gegen das Spiel selber. Die bewegen sich immer an den Ort mit der meisten Lärmanzahl oder wenn sie einen Survivor sehen können. Dementsprechend sind die fremdgesteuert, man muss da gar nicht groß drum kümmern. Nur einmal immer auf den Lärm achten. Und die Endphase ist, werden die neuesten Tokens vom Board weggenommen und man gibt den ersten Spieler Token ab. Man kann das Spiel folgendermaßen gewinnen oder verlieren. Das Spiel ist sofort verloren, wenn ein Survivor eliminiert wurde, wenn das Missionsobjective nicht mehr erfüllt werden kann oder zwei Spawnzonen bei einer nicht unterbrochenen Kette von Mold, also von diesem Glibber-Zeug, verbunden worden sind. Das Spiel ist sofort gewonnen, wenn alle Missionsobjectives erfüllt worden sind. Dementsprechend, es gewinnen entweder alle oder es verlieren alle zusammen. Hier sind die Basics nochmal erklärt. Was immer was ist. Wir haben Building-Zonen. Also ein Raum, der über zwei Teile, beziehungsweise die zwei werden durch eine Wand getrennt, die aber geöffnet ist. Das ist ein Raumteil. Dieser Raum hat vier verschiedene, beziehungsweise dieses Gebäude hat vier verschiedene Räume, die immer durch Wände aneinander abgetrennt worden sind. Diese Außenzonen hier werden durch das Rote gekennzeichnet. Man spricht mal über Line of Sight. Ich möchte jetzt nicht komplett das Regelbuch durchlesen. Hier wird Line of Sight nochmal erklärt dann für Spieler innerhalb. Man hat jetzt geändert, dass man Gebäudezonen auch gerade gucken kann, weil sonst wird das Spiel nämlich sehr, sehr langweilig. Und man erklärt, ob man durch Airlocks rausgucken kann oder nicht. Entschuldigt, wird langsam spät. Hier werden Medium Range Weapons erklärt. Hier wird mal drüber geguckt, wie das Ganze funktioniert. Der Ammo-Type und das Energiesymbol. Weil man sagen muss, hier wird die Chattensäge und der Elektroschaufel mit dem Energiesymbol betrieben. Dementsprechend können wir da auch die Rewards für nutzen. Hier wird erklärt, wie ich meinte, mit dem Dual-Symbol, dass man mit beiden gleichzeitig zuschlagen kann. Hier ist wird über Experience, Danger Level und Skills geredet, was im Bodystock getragen werden kann und wer nicht. Hier werden die Xenos einmal erklärt, die Worker, die Tanks, die Hunter. Und die Spoiler Abomination und hier wird der Mold einmal erklärt, diese Mechanik, die es da gibt. Der Mold, wenn er sich ausbreitet, zerstört jegliche Missionsobjectives und oder Türen in der Zone. Dementsprechend kann man dadurch die Mission verlieren, nur weil dieses Zeug dahin geht. Und die Zone kann nicht mehr durchsucht werden und verliert ihre Spezial- Ability, dementsprechend kann man damit auch diese Oxygen-Supply-Sachen verlieren. Ja, man kann mit Höllenfeuer diese Zone auch dann wieder umdrehen. Und sobald man wie hier diese zwei Spawn-Zonen verbunden hat, ist das Spiel auch verloren. Die Spielerphase wird genauer erklärt, wie man Türen aktivieren kann. Man kann nämlich einmal pro Runde eine Tür öffnen oder schließen. Das ist nämlich jetzt neu, dementsprechend man muss nicht mehr Türen eintreten, da man spawnt da nichts drin, weil die Zombies kommen ja zu einem rein. Er kann die Tür hier zum Beispiel verschließen und ja, das Ganze dann den Zombie von sich hier erstmal trennen, dementsprechend kommt der Zombie da erstmal nicht rein. Man kann wahrscheinlich auch Türen zerstören, da muss ich mal drüber lesen, wie das funktioniert, weil das ist was ganz Neues, das gab es halt vorher noch nicht. Man kann Aktionen mit den Maschinen durchführen, indem man entweder das Remote-Token bei sich trägt, also die Fernbedienung sozusagen, oder indem man diesen Remote-Skill hat. Nicht schlecht. Und dieses Token zeigt, dass die Maschine diese Runde aktiviert worden ist und auch von Zombies angegriffen werden würde. Die Xenos-Phase ist mit Attack ausgerüstet. Darüber gesprochen und man guckt gerade, wie sie sich bewegen. Für
Verschlossene Türen sind für die würden dann oder würden die Zombies draußen rumrennen. Ah, okay. Aber im Gegensatz zu vorher würden alle Zombies ihre Aktion ausgeben, wenn sie vor einer Tür stehen, um diese Tür zu zerstören und sich Zutritt zum Survivor zu verschaffen. Wie man Hunter zum Beispiel spielt, wie man Tank spielt, Extraktivierungskarten. Ich blätter jetzt wirklich mal schneller durch, weil das dauert sonst Ewigkeiten. Wie der Kampf selber funktioniert, wie viel Schaden man anrichten muss, wie viel EP es dafür gibt. Wie Security Rooms und so weiter funktionieren, das erklären wir morgen dann beim Spiel. Wie man mit mehr als 7 Survivern spielt, da wird nämlich auch die Black Ops Box jetzt gezeigt. Ein Ultra-Rot-Modus wird wieder angebracht, wenn man schon Rot erreicht hat, um wieder von vorne anzufangen und mehr Fähigkeiten zu kriegen. Und hier kommen die Missionen. Das Tutorial wieder, um reinzukommen in dieses Spiel, ein ziemlich kleines 4x4. Easy 6 plus Survivors 30 Minuten. Hier haben wir dann eine Easy Mission 6 plus Survivors 60 Minuten. Zwei, drei Missionen, die noch easy sind, aber auch vom Setup her komplett anders aussehen, auch schon mit dem Mold dann noch starten. Mission 4 ist schon die erste Medium-Mission, auch wieder für 6 Survivors schon 90 Minuten. Eine kleinere Mission mit für 60 Minuten, aber auch etwas schwieriger. Und ab 6 wird das dann hart. 90 Minuten, 120 Minuten sogar. Hier fängt es auch an, dass man dann zwei Seiten braucht, um das Ganze zu zeigen. 90 Minuten auch wieder. Aber wieder eine Medium-Mission. Dementsprechend, man schubst ein bisschen wieder runter. Eine harte Version wieder. Und die Endmission natürlich dann auch. Special Rules. Nochmal für die letzte Mission. Die braucht sogar drei Seiten, zweieinhalb Seiten dann. Und hier unten als letztes die Skills. Das finde ich sehr cool, dass man es ans Ende gepackt hat, da man sehr schnell dahin blättern kann oder nicht. Und am Ende ein Index. Und wie ich es am Anfang gesagt, das hier. So. Ich glaube, ich hab lange genug gequatscht. Ihr habt mal einen Einblick in die Box bekommen. Und ja, wer uns kennt, wir versuchen das natürlich immer gut für euch zu präsentieren. Das war jetzt so mein erstes richtiges Unboxing oder Versuch des Unboxings. Wenn ihr Kritik dazu habt, lasst die mir bitte da. Was ich besser machen kann, ich habe jetzt versucht, die Kamera so als Schulterperspektive zu machen. Das ist sehr schwierig für mich, weil ich mich immer so verdrehe dafür. Aber es hat irgendwie geklappt. Und wenn ihr Anträge, Nöte, Vorschläge habt, einfach her damit in den Kommentaren. Hat es euch gefallen? Daumen hoch da lassen und ein Abo, falls ihr sehen wollt, sobald wir eine Mission dann hochladen. Ich habe jetzt mal drüber geguckt mit Black Ops, mit der Dark Side und dem Kickstarter Exclusive Missionen zwischen den Dark Side und dem normalen Zombie Side sind es glaube ich 40 Missionen. Dementsprechend wird eine Hölle an Content nach und nach hochgeladen. Wer da Bock drauf hat und immer darüber informiert werden möchte, Abo da lassen. Wer sich über Legion informieren möchte, guckt mal in der Playlist und oder lässt auch ein Abo da, dann werdet ihr darüber auch informiert. Wir machen in Zukunft auch wieder ein bisschen was zu Blood Bowl, wenn sich das mal bei uns eingespiegelt gespielt hat mit der Liga. Und ein Hölle anderer Kram, der uns einfach Spaß macht, wie Song of Ice and Fire. Dementsprechend, wer dranbleiben möchte, bleibt dran. Und wenn eine Kritik dazu hat, gerne auch einfach drunter schreiben. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst ein Dislike da. Wäre natürlich schön, wenn ihr nicht einfach nur das Dislike da lasst und einfach sagt, was ich schlecht gemacht habe oder was ich hätte besser machen können. Und sonst freue ich mich, wenn ihr dann zur ersten Mission wieder einschaltet. Ich sage auf Wiedersehen, adieu da, bis nächstes Mal und ciao.